Ein Tischfeuerwerk hat der Geburtstagsfeier der 13-jährigen Mia ein schmerzhaftes Ende bereitet. So, guten Tag. Familie Hiller. Mein Name ist Dr. Becker, hallo. Hiller, hallo. Heuler. Und du bist? Mia. Mia. Was ist passiert, Mia? Ja, ich hatte heute Geburtstag und... Geburtstag? Ja, ich habe heute Geburtstag. Und dann wollten wir ein Tischfeuerwerk machen. Und dabei habe ich mich verbrannt. Ja. Möchtest du, dass alle beide mitkommen? Ja. Das ist auch das gehört auch. Genau, das ist okay. Unser Geburtstagsgast, die Leonie. Okay, dann ich starten noch wir nicht mal. Erreicht. Hat die sich mittlerweile mal gemeldet? Mia? Nein, zum Glück nicht. Leonie musste ja ihre Freundin mit ins Krankenhaus begleiten, weil ihre Mutter wohl nicht rechtzeitig gekommen ist, um sie bei dem Geburtstag abzuholen. Kann ja mal passieren, aber mir ist schon aufgefallen, wo die Mutter von Mia nach ihrer Mutter gefragt hatte, dass Leonie gar nicht so traurig war, dass sie noch nicht da war. Ui. War das so was Wunderkerzenartiges? Ein kleiner Vesuv oder sowas? Aha. Gut, das ist aber erstgradig. Also meinen Sie, wäre nicht so schlimm? Ich glaube nicht. Ich dachte nur, auch wegen der Verschmutzung sind wir aufgekommen. Ja, das kommt aber von alleine raus. Also die Ascheteilchen da, die kann man jetzt nicht einzeln da rausfusseln. Das geht nicht. Wir machen jetzt einen schönen Salbenverband. Und die Haut ist intakt. Also ich denke mal, in 10 bis 14 Tagen ist das wieder wie neu. Ja. Mias Mutter hatte völlig richtig reagiert und hat gleich ein Cold Pad in Stoff gewickelt auf die Brandwunde getan. Das verhindert Blasen und kann auch verhindern, dass die Hitzeeinwirkung noch in der Tiefe etwas kaputt macht. Danach eine Schutzsalbe auftragen und einen leichten Verband reicht bei so erstgradigen Verbänderungen locker aus. Diese Einsprenkelungen durch die Feuerwerksreste, die stößt die Haut ganz von alleine in Zukunft wieder ab. Kann denn jetzt weiter gefeiert werden? Oder? Ja, jetzt haben wir schon alle Kinder abholen lassen. Das war uns jetzt dann doch ein bisschen zu aufregend und riskant. Ja. Was ist los? Leonie. Ich tut mein Brust weh ein bisschen. Wie? Jetzt auf einmal? Ja. Hattest du das vorhin schon? Nein, also. Nein, also gerade eben hat es mir so gezieht, aber ich dachte, das wäre irgendwie normal oder so. Es tut richtig weh und es hat gezieht. Ja. Da müssen wir mal fliegen und Wechsel machen. Guck mal, dann komm mal zu mir, dann machst du Leonie mal dahin. Leonie, setz dich bitte mal mit dem Rücken zu mir auf die Kante erstmal. Okay, zeig mir bitte mal noch, wo das wehtut und gib mal der Frau Hiller die Jacke vielleicht. Da, okay. Ich höre jetzt mal von hinten deine Lunge ab. Wenn auch junge und bis dahin gesunde Menschen plötzlich über Atemnot, Atemschwierigkeiten und Schmerzen im Brustkorb klagen, scheidet natürlich in dem Fall ein Herzinfarkt aus, fast immer. Aber es gibt spontan Pneumothorax, die passieren einfach auch bei jungen Leuten. Und die können sehr schmerzhaft, sehr unangenehm sein. Und da muss man auch ganz schnell handeln, um Schlimmeres zu verhindern. Du, das klingt sehr seltsam. Ein richtig deutlich scharfes, pfeifendes Atemgeräusch und Schmerzen erst seit jetzt gerade oder wie lange schon? Nein, jetzt gerade erst. Jetzt gerade erst? Ja. Das Problem ist, ich habe die Mutter schon die ganze Zeit versucht zu erreichen. Ich darf gar nichts machen, bevor ich eine Unterschrift habe. Ich kann es nochmal versuchen. Guck nochmal, dass ich sie nochmal anrufe. Das klingt nach einem Fremdkörper. Wir müssen ein Röntgenbild machen. Im Grunde darf man als Arzt bei Minderjährigen eigentlich gar nichts ohne Erlaubnis der Eltern machen. Es gibt Ausnahmen, aber in Leonies Fall war diese Ausnahme eigentlich noch nicht gegeben, da keine akute Lebensgefahr bestand. Ja, hallo Christine, ach gut, dass ich dich erreiche. Ja, wir sind jetzt hier in der Klinik am Südring. Ich hatte dir ja bereits auf die Mailbox gesprochen. Ja, ist alles in Ordnung. Aber ja... Erschreck dich jetzt nicht, aber die Leonie klagt jetzt gerade über starke Brustschmerzen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, jetzt reg dich erstmal nicht auf. Der Doktor hat gesagt, er hört irgendein Pfeifen und er wird aber auf jeden Fall vorschlagen, ein Röntgenbild zu machen. Ja, okay, sage ich ihm. Okay, ist in Ordnung. Bis gleich. Tschüss. So, dann leg dich mal zurück. Ja, die macht sich jetzt auf den Weg. Ist das okay, dass wir schon gehen? Ja. Ja? Okay. Nach der zumindest telefonischen Zustimmung von Leonies Mama steht einer Röntgenuntersuchung der Lunge nichts mehr im Wege. Eine halbe Stunde darauf ist die Mutter der 13-Jährigen allerdings immer noch nicht da. Und Dr. Becker hat ein Problem.
Hallo, Hallo Frau Hedal. Haben Sie Leonies Mama inzwischen erreicht? Das wäre ziemlich wichtig. Ich weiß auch nicht, wo sie bleibt. Mein Mann war mittlerweile auch schon hier, hat die Kleine abgeholt und ich weiß nicht. Ich wollte sie jetzt auch nicht nochmal anrufen, weil die hörte sich vorhin auch schon so gestresst. Eher offenbar ein bisschen nervös. Ne? Ja, ja. Was wir bei Leonie vermutet und dann auch im Bild bestätigen konnten, duldete eigentlich keinen weiteren Aufschub. Es war also wirklich fatal, dass die Mutter nicht erreicht werden konnte, um die nötigen Einwilligungen zu unterschreiben. Da müssen wir jetzt auf deine Mama warten. Hoffentlich kommt die. Ja. Hallo. Leonie. Guten Tag. Mensch, was sind für Sachen? Was ist denn passiert? Ja, was ist passiert? Leonie hat offenbar irgendeinen Gegenstand zunächst verschluckt und dann wahrscheinlich durch Husten aspiriert. Der scheint mir jetzt im linken Hauptbronchus zu sitzen. Aber wie kann denn das passieren? Die war doch bei dir auf dem Kindergeburtstag. Was habt ihr denn gemacht? Ich kann es dir nicht erklären. Also ich war auch eigentlich bis auf eine kurze Zeit, wo das Telefon geklingelt hat, die ganze Zeit anwesend. Also ich weiß es nicht. Leonie, was ist denn passiert? Nix, ich habe einfach ganz normal gespielt. Dann hat sich sie halt verbrannt und sie ins Krankenhaus gefahren. Ja, also ich finde das wirklich schade. Da gibt man sie zu dir in die Obhut und dann passiert sowas. Darf ich mal ganz kurz die Darmstörung? Es wäre vielleicht besser, damit Leonie sich nicht noch zusätzlich aufregt, wenn sie das mal kurz draußen diskutieren. Ein junges Mädchen wie Leonie hat natürlich Angst in dieser Situation, vor allen Dingen, wenn sie beim Atmen starke Schmerzen verspürt. Wenn dann noch zwei ihr sehr wichtige Bezugspersonen, eins davon die eigene Mutter und die andere die Mutter ihrer besten Freundin, sozusagen aufeinander losgehen, dann ist das für den weiteren Heilungsverlauf und die Diagnostik einfach gar nicht förderlich. Deswegen mussten die beiden Damen den Raum verlassen. Was ist denn da so passiert, Anja? Ich kann mir das nicht erklären. Also ich weiß es nicht, wirklich nicht. Also da fehlen mir auch die Worte. Ich habe nichts beobachtet oder... Gar nicht, ich habe nur Stress in letzter Zeit. Brauch mal Hilfe, Nicole, schnell. Was passiert? Ach, hey. Ist ja gut, Leonie, was ist denn los? Ich denke, das Teil ist irgendwie verrutscht. Das Geräusch ist deutlich lauter. Soll ich irgendwas anrufen? Das kann man ja auch schon so. In der Bronchoskopie anrufen? Also wir müssen jetzt sofort eine Bronchoskopie in ihrem Alter in Narkose machen. Leonie, ich bin hier. Ich bin immer da. Ne? Wenn du wieder zurückkommst, bin ich da. Du musst keine Angst haben, okay? Du bekommst eine Spritze, dann wirst du ganz ruhig. Du kriegst immer noch gut Luft, das verlegt nicht deine Hauptatemwege. Aber wir müssen dieses Teil jetzt in einer kleinen Narkose rausholen, damit sie nicht noch schlechter geht. Bei einer Bronchoskopie wird ein Instrument in die Luftröhre geführt. Es ist eine Fiberglasoptik mit Lichtquelle. Die Instrumente sind sehr klein, man kann damit sogar bis in die Bronchien vordringen und damit Krankheiten erkennen, Proben entnehmen und in unserem Fall einen Fremdkörper entfernen. Wir brauchen Sie jetzt nochmal, dass Sie mit dem Anästhesisten sprechen, damit Sie auch alles unterschreiben können. Ja, natürlich. Okay. Dann würde ich Sie gerade mitnehmen. Ja, ja, dann komme ich mit. Okay, ich warte dann hier. Kann ich noch irgendwas für dich tun? Es tut mir einfach schrecklich leid. Nee, also heute hast du echt schon genug geholfen. Es geht vielleicht. Ich kann den Tobias vielleicht abholen. Nee, überhaupt nicht. Ehrlich, nicht mehr reicht's für heute wirklich. Sobald alle Formalitäten erledigt sind, ist auch Leonie soweit für den Eingriff vorbereitet. Dabei bemerkt Schwester Luisa, dass die 13-Jährige sehr nachdenklich wirkt und hakt nach. Mit dieser Aussage hätte die Krankenschwester allerdings nicht gerechnet. Du bist aber so still. Ja, Mama nervt. Deine Mama? Warum? Was macht sie? Peinlich sein. Peinlich sein? Ach, ja. Die sind doch alle mal peinlich. Oder ist sie besonders peinlich? Besonders. Ja? Ja. Was macht sie denn? Sie hat zum Beispiel diese oberpeinlichen Partyhüte mitgenommen. Ja, ich kann das verstehen. Ja, und auch diese oberpeinlichen Muffins. Muffins? Ja. Ist doch lecker. Ja, aber der war echt trocken irgendwie. Oh, hat sie dich gezwungen, den mitzunehmen? Ja. Ah, okay. Ich glaube, dann musst du deiner Mama das aber mal sagen, ne? Das meint die ja nicht böse, wenn sie dir einen Kuchen backt oder Muffins. Ja. Und geschmeckt haben sie auch nicht? Nee, die waren total trocken. Ich muss total husten. Muffins, Partyhütchen, das klingt ja gar nicht so schlimm. Das ist ja eigentlich ganz süß gedacht von der Mutter. Ich glaube auch nicht, dass sie das böse gemeint hat. Daher dachte ich aber, dass hier eventuell mehr dahinter stecken muss. Na gut, dann wollen wir dich gleich mal zum Schlafen bringen. Der Eingriff verläuft ohne Komplikationen. Kompliziert ist allerdings die Situation zwischen den Müttern der zwei Freundinnen. Denn nach wie vor steht der Vorwurf im Raum, Mias Mama habe auf deren Geburtstagsfeier nicht genug auf die Kinder geachtet. Ja, so
doch nicht wahr sein. Ja, es muss ja gemacht werden. Ja. Hier, danke schön. Ja, ich melde mich noch mal. Was machst du denn jetzt schon wieder hier? Naja, ich wollte ja nur gucken, wie es Leonie geht. Es tut mir ja auch leid. Lass sie doch. Ja, ich weiß schon. Geht sie denn soweit auch gut, Leonie? Ja. Okay. Hallo zusammen. Leonie, ich habe auch noch ein ganz kleines Geburtstagsgeschenk für dich. Dein Ohrring ist wieder da. Das ist nicht meiner. Ja, das ist das, was wir aus deiner Lunge rausgeholt haben. Aber ich habe gar keine Ohrlöcher. Oh, Leonies Bronchoskopie war unproblematisch. Wir konnten den Fremdkörper leicht herausziehen. Er hatte noch nicht viel Verletzungen im Umfeld, dort, wo er stecken geblieben war, angerichtet. Aber wieso etwas in die Bronchien kommt, das war mir ein Rätsel. Mir kommt er auch unbekannt vor. Nee. Ganz kleine Perle. Ich glaube, das ist meiner. Sieht ganz so aus. Oh nein. Dann bin ich wahrscheinlich schuld an allem. Oh Gott, es tut mir so leid. Wegen mir musstest du jetzt ins Krankenhaus. Und es tut mir so leid, dass ich dich angemeckert habe. Du könntest ja gar nichts dafür. Mensch, das ist auch alles zu viel einfach. Was ist denn passiert? Mein Auto ist abgeschleppt worden und mein Mann ist nicht zu Hause, weil er auf Montage ist. Und jetzt bin ich ganz allein und muss die Oma rumfahren. Und Leonie braucht auch Aufmerksamkeit und ich muss noch arbeiten und einkaufen. Das ist alles zu viel geworden. Ach, Mensch. Ich frag mich nur, wie ist denn der O-Ring in deine Lunge gekommen? Das frage ich mich auch gerade. Naja, sie hat wahrscheinlich von dem Muffin abgebissen. Dann hast du dich... Trocken und so, da muss ich halt husten. Ja, und beim Husten hast du den dann aspiriert. Das heißt, statt in die Speiseröhre ist der O-Ring in die Luftröhre geraten. Dann ist er mit dem Backen da reingefallen. Ich habe jetzt den ganzen Zusammenhang jetzt schon nicht mehr mitbekommen. Weil der ganz schön spitz ist, war dann hinterher dein Schleim auch so ein bisschen blutig, ne? Als du so husten musstest. Naja, es ist ja jetzt alles gut gegangen. Ja. Na? Gott sei Dank, es tut mir so leid, Leonie, wirklich. Alles gut, mir geht's ja viel besser. Das freut mich. Kann ich sie denn auch noch mit nach Hause nehmen heute? Leonie, wenn du nachher richtig wach bist, also jetzt denke ich, ist noch ein bisschen zu früh, vielleicht 1-2 Stunden, keine Kopfschmerzen, kein nichts, dann kannst du nach Hause gehen. Ja. Ich möchte noch eben abwarten, dass die Narkose so komplett weg ist. Ja. Ja? Bis dann. Wenn ihr Hilfe braucht, wenn du irgendwas brauchst, ich bin da. Ne, wenn Leonie, die kann immer zu uns. Frau Koch war wirklich am Ende. Ihre ganze Welt ist zusammengebrochen, die Nerven lagen einfach blank. Und ja, ich fand es wirklich auch schön zu sehen, wie Mias Mutter auch immer noch auf sie zugegangen ist und ihr die Hilfe angeboten hat. Und ich glaube, sie wird sie jetzt auch annehmen. Ich kann ja Mia besuchen. Ja. Ich glaube, Mias Geburtstag wird so schnell nicht mehr vergessen. Ne? Das glaube ich auch nicht. Leonie durfte noch am selben Tag nach Hause und hat sich gut erholt. Ab jetzt wird die 13-Jährige einen Tag pro Woche nach der Schule bei ihrer besten Freundin Mia verbringen. Und Mama Christine weiß, dass ihre Tochter bei Anja in den besten Händen ist.